Wenn man von der Oberlausitzer Gemeinde Neukirch auf den Faltenberg möchte, so hat man die Gelegenheit, durch den Oberlausitzer Wald auf urigen Waldwegen hinauf zur Baude und zum Aussichtsturm zu wandern. So erreicht man zum Beispiel vom Bahnhof nach 2,5 Kilometern Anstieg den Gipfel und kann sich entweder in der Baude bewirten lassen oder vom Turm die grandiose Aussicht genießen. Am 1. Juli 1857 wurde der noch heute bestehende steinerne Aussichtsturm eingeweiht, der in einer Bauzeit von 150 Tagen nach Entwurf des Zittauer Architekten Karl August Schramm entstand. Der Turm wurde nach König Johann von Sachsen benannt. Vom 22 Meter hohen König-Johann-Turm reicht der Blick über die Oberlausitzer Berge bis zum Zittauer Gebirge, bis in das Elbsandsteingebirge und zum Kamm des Erzgebirges. Bei Fernsicht ist der Kamm von Isar und Riesengebirge sichtbar.